Hier einmal ein Workflow für sanfte Audioübergänge. Wenn man Szenen hart hintereinander schneidet, ist oft der Übergang beim Ton sehr krass, wenn das unterschiedlich laut ist. Das kann man jetzt hier sehr schön sehen. Ich werde jetzt den Ton sanft ineinander überblenden. Das geht aber nicht, weil Bild und Ton im Moment eins ist. Das heißt, ich muss jetzt zunächst mal aus der Videospur Audio extrahieren. Dafür gibt es hier die Funktion Audio teilen. Und dann sieht man schon, dass da gleich eine zweite Audiospur erscheint, genauso lang. Allerdings ist jetzt das Problem, wenn ich das jetzt mache, für alle anderen Clips auch, und jetzt an der Länge rumschraube, dann wird man jetzt sehen, dass die noch miteinander verbunden sind, die Audio- und die Videospur. Das ist für meinen Zweck jetzt ziemlich ungünstig. Deswegen werde ich die jetzt jeweils aus ihrer Gruppierung lösen. Dafür gibt es die Funktion Clip-Gruppierung auflösen. Und dann sieht man, dann kann man die getrennt voneinander bearbeiten. Das mache ich jetzt für die anderen auch. So, nun nehme ich mir das Schere-Werkzeug, um jetzt die Clips zu schneiden, und zwar nicht die Videoclips, sondern die Audioclips. Und die, da haue ich immer so ein Stück vorne weg und dann markiere ich mir die alle und ziehe sie in eine andere Audiospur, natürlich in der ursprünglichen Lage, so. Und das ist jetzt schon mal das Grundgerüst und jetzt geht's los. Jetzt nehme ich einen Effekt, nämlich den Effekt Audio einblenden. Und dann ziehe ich das Ganze ein Stück nach vorne, sodass die Überblendung schon in der letzten Szene passiert. Also das Bild der Ton verändert sich noch vor dem Bild. Und das mache ich jetzt bei den anderen auch. Manchmal ist das nicht lang genug, was da noch an Futter vor der jeweiligen Szene ist. Da muss man das ein bisschen kürzen, das Ganze. So wie ich das hier jetzt mache. Aber in den meisten Fällen passt das schon, weil man die Aufnahme dann ja doch immer sehr frühzeitig gestartet hat. Und dann kann man das so mit der Standardlänge, das sind jetzt 1,5 Sekunden Überblendung, kann man das jetzt machen. Da passt es wieder nicht. Den passe ich wieder an. Und dann haben wir noch einen. So, den auch noch. Und dann sind wir fertig und können den ganzen Film rendern, um uns das anzugucken, wie das dann ist, wenn wir jetzt sanfte Übergänge haben. Da kannst du es nicht genommen. Den Schaft genau.